Mein Name ist Fabienne. Ich komme aus der Südoststeiermark, aus St. Stephan im Rosental und bin im Laufe meines Studiums dann nach Graz gezogen. Und momentan unterrichte ich Englischgeschichte im BG BRG Leimnitz, war aber die 3 Jahre davor in einer Mittelschule in Straleck. Ich glaube, motiviert hat mich meine Englischlehrerin in der Hauptschule. Also die war eigentlich für mich immer ein extremes Vorbild. Eine gute Lehrerin kann das Leben von einem Kind sehr verändern, positiv, und das ist auch irgendwie, was ich mir immer jeden Tag, oder was irgendwie auch einer der Gründe ist, warum ich den Lehrberuf gewählt habe. Also motiviert war ich eigentlich, also die Motivation war da, natürlich hat sie sich verändert, also ich habe es jetzt vor allem in Jahren der Pandemie bemerkt, durch das Distance Learning. Und auch alles, was mit Corona gekommen ist, da ist man selbst dann auch einfach irgendwie nicht mehr so stressresilient, sage ich mal. Und das hat dann leider auch die Motivation beeinflusst. Wenn man dann wirklich, also zu Zeiten vom Distance Learning, vom 8. in der Früh bis 8. am Abend vor dem Computer gesessen ist, konstant erreichbar sein hat müssen wollen für die Kinder, das hat dann die Motivation leider ein wenig negativ beeinflusst, würde ich mal. Vor allem als Geschichtelehrerin, finde ich, hat man auch eine zusätzlich große Verantwortung, dass man das halt zum Beispiel, wenn man jetzt über die Frau im Mittelalter spricht oder die Frau in der Neuzeit, da kommen auch immer wieder von den Burschen immer wieder Meldungen, ja, man, das ist super, wenn die Frau den ganzen Tag in der Küche steht und auf die Kinder schaut oder keine Ahnung, wenn wir Hexen verbrennt haben, und das waren eigentlich hauptsächlich Frauen, und das finden die Burschen dann ja witzig, und da finde ich, da hat man als Lehrerin dann irgendwie schon eine große Verantwortung, dass man das jetzt irgendwie nicht ignoriert, sondern das irgendwie dann auch anspricht. Ja, und ich finde aber auch jetzt von meinen jetzigen Schülern und Schülerinnen, dass die für das viel offener sind, eben, wie man vor allem das Dialog, also die Rollenspiele, die Burschen spielen unglaublich gern, die Mädels, obwohl man da wieder auch aufpassen muss, weil sie spielen es dann mit einer sehr hohen Stimme, und ich sage dann immer, rede ich so, als rede ich in der Stimmlage, also, und das finden sie dann wirklich unglaublich lustig, also da kann man, ich finde aber, das ist auch eine gute Möglichkeit, damit man das ein bisschen aufbricht, die ganzen Stereotypen, was da mitkommen, ja. Ich bin Klassenvorständin von einer dritten Klasse, von einer Sprachenklasse, und ich habe in meiner Sprachenklasse 20 Mädels und 8 Burschen, und es ist dann ganz lustig, weil wenn die Burschen jetzt in den Sprachen nicht so gut sind, dann sagen die Lehrer, also viele Lehrer sagen dann, ja, sind halt Burschen, sind halt in Mathe besser, und ich finde irgendwie, das ist irgendwie schon so ein Vorurteil, was irgendwie weiter gelebt wird irgendwie. Ja, dass man einfach als Lehrerin ins Klassenzimmer geht und einfach mal eben die gleiche Chance gibt. Ich finde aber auch, dass man als Lehrer sich oft allein gelassen fühlt, dass vielleicht eine Lehrerin und Lehrer die Möglichkeit angeboten kriegen, dass sie irgendwie networken können mit anderen Kollegen, Kolleginnen, oder dass sie irgendwie Hilfe bekommen.